Am frühen Nachmittag wurde eine Morddrohung in Form einer aufgehängten Gummipuppe an der Wohnungstür von Ruth Lebert gefunden. Auf die Puppe ist die Drohung "Hure, du wirst sterben" geschmiert worden. Die Wohnungsinhaberin Ruth Lebert fühlt sich massiv bedroht. Sie hat den Ermittlern erklärt, dieser Vorfall stehe ihrer Meinung nach mit anonymen Anrufen in Verbindung, mit denen sie seit einiger Zeit belästigt wird. Die Spurensicherung stellte die Puppe sicher. Frau Lebert, haben Sie mal vielleicht einen bestimmten Verdacht? Weniger, aber es hängen jede Nacht so verklemmte Typen in der Kneipe rum, die mir am liebsten die Klamotten vom Leib glotzen würden. Mhm. Aber manchmal sind auch ein paar knackige Leckerschen darunter, klar? Sie arbeiten in einem Lokal? Ja, in Carsten Janes Zwitscherstube. Mhm. Dort hängen schräge Typen rum, die sich wirklich jeden Abend einkippen. Aber ob die sowas mit der Gummipuppe machen würden, kann ich nicht sagen. Frau Lebert, Sie leben allein. Haben Sie einen Lebensgefährten? Nee, habe ich nicht. Brauche ich auch nicht. Und wie meinen Sie das? Ich habe halt keinen Bock auf einen festen Typen. So. Abwechslung muss halt sein. Mhm. Ist ja nicht verboten, oder? Ja, ja, habe ich schon verstanden. Haben Sie die Puppe denn vielleicht schon mal vorher gesehen? Nee, das ist ja auch das Allerletzte. Wenn ein Kerl keine Tussi hat, kriegt er schon was Besseres einfallen lassen, als eine Gummipuppe zu proppen. Mhm. Ja, im Zusammenhang mit dieser Gummipuppe sind Sie ja jetzt auch als Hure tituliert worden. Wenn Sie sich zurückerinnern, hat Sie jemand in letzter Zeit mal so beschimpft? Eigentlich schon der Hanno Beiersdorf, mein letzter richtiger Ex. Der hat es echt nicht gebacken gekriegt, als ich mich von ihm getrennt habe. Das war ein Theater. Hm. Der wollte mich heiraten, mit Kindern, mit allem Pipapo. Hm. Entschuldigung. Hanno Beiersdorf? Mhm. Kuhnköcker 9. Wie lange sind Sie schon mit? Frank. Das ist schon bestimmt 2 Monate her. Ja. Ja, super. Okay. Klar. Alles klar. Der hat so Danke. Das große Problem damit. Mhm. Absolut. Ja. Also, die Hausbefragung hat ergeben, dass der Täter wahrscheinlich so in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr im Hausflur aktiv war. Ja. Ja, würden Sie denn Ihrem Ex-Freund so eine Tat zutrauen? Das mit den Anrufen auf jeden Fall, wenn der einen im Tee hat und gefrustet daheim rumsitzt. Aber das mit der Gummipuppe hänge ich ihm nicht an. Mhm. Okay. Können Sie uns denn sagen, wo wir den Hanno Beiersdorf jetzt finden? Der arbeitet derzeit als Verputzer bei Stollmann und Kleine. Also auf irgendeiner deren Baustellen ist der zugange. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Ruth Lebert hier tatsächlich die Wahrheit gesagt hat und dass sie fast jeden Tag einen anderen Kerl ins Bett zieht und dass die Verflossenen sich hinterher bei ihr in der Theke treffen, dann haben wir wirklich einen großen Kreis von Verdächtigen, muss ich echt sagen. Aber die entscheidende Frage ist doch, ist ihr Leben wirklich in Gefahr oder will jemand Ruth Lebert nur einschüchtern oder ihr Angst machen, aus welchem Grund auch immer? Tja, wer könnte vielleicht auch ein Scherz von pubertierenden Nachbarjungs sein, ne? Obwohl, ob die, weiß ich nicht, ca. 200 Euro für so eine Sexpuppe haben, bezweifle ich auch. Oh, ist ja interessant, dass du weißt, wie teuer die sind. Weiß deine Frau auch, dass du das weißt? Ja, also ich tippe mal 200 Euro. Ist klar. Nee, aber die Spurensicherung, die müsste sich doch schon längst gemeldet haben. Die wollten doch rauskriegen, was für ein Typ es sich da bei der Puppe handelt. Und außerdem, ja, wahrscheinlich sind die mit der Spurenauswertung am Tatort und an der Puppe noch nicht fertig. Ne? Ja, zum Beispiel, ich hatte den Beiersdorf hier schon mal eingegeben. Und, haben wir was? Ja, ist wirklich nicht uninteressant. Also wenn ich mit dem wirklich eine Familie gründen wollte, weiß ich nicht, ob das gut gegangen wäre, du. Der ist hier, siehst du, in Erscheinung getreten wegen Zechprellerei, gewalttätige Übergriffe in Bordellen und Trunkenheit am Steuer. Ja, hört sich interessant an, oder? Da sollten wir jetzt mal bei seinem Arbeitgeber anrufen, dieser Baufirma. Wie heißt die jetzt nochmal? Stollmann und Kleine? Ja. Und vielleicht können die uns sagen, wo der Hanno Beiersdorf zurzeit arbeitet. Hi, guten Tag. Schönen guten Tag zum Landpolizei. Und einen Herrn Hanno Beiersdorf. Können Sie uns sagen, wo wir den finden? Der ist da oben auf dem Gerüst. Herr Beiersdorf, können Sie einmal runterkommen? Wir haben ein paar Fragen an Sie. Was ist los? Herr Beiersdorf, dauert auch nicht lange. Wenn Sie bitte mal runterkommen würden. Da runter kommt ihr hoch, ich habe keine Zeit. Fühlt er sich eigentlich ein? Ich auch nicht. Herr Beiersdorf, Sie machen uns die Arbeit noch nicht gerade leichter. Ja, schönen guten Tag, Herr Beiersdorf. Tut mir leid, die Zeit. Haben Sie uns ja nicht gerade leicht gemacht, hier hochzukommen, ne? Mir macht es auch keiner leicht. Ja, Herr Beiersdorf. Geht um Ruth Lebert, da haben wir ein paar Fragen dazu. Was hat schon mit der Schlampe noch zu schaffen? Wenn Sie scheißig bald, bleiben Sie mal. Herr Beiersdorf, wir können Sie auch vorladen per Beschluss, wenn Ihnen das lieber ist, das geht auch. Ja, bleiben Sie sachte, ich habe eine Stunde Feierabend, da komme ich zu euch. Super, und deswegen sind wir jetzt hier hochgekommen, oder was? Ja gut, ich schreibe Ihnen die Adresse von unseren Kollegen Niedrig und Kuhnt auf, bei denen Sie sich bitte melden, nach Ihrem Feierabend, ja? Nächstes Mal kommen Sie runter, wenn die Polizei Sie ruft, ne? Frohes Schaffen noch, Herr Beiersdorf. Ja, gleichfalls. Mann, oh Mann, echt. Herr Beiersdorf, wir haben da noch ein paar Fragen bezüglich Ruth Lebert. Ist doch Ihre Ex-Freundin, oder? Ja, und was ist mit der? Ist sie am Tripper endlich gestorben? Es wurde heute Mittag eine erhängte Gummipuppe mit einer Morddrohung vor der Tür von Frau Lebert gefunden. Und ich meine, ist ja nicht so abwegig, dass Sie vielleicht dahinter stecken könnten. Schließlich sind Sie ja schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, oder nicht? Schauen Sie mal in meine Akte, wie lange das her ist. Ja? Ich bin schon so lang, halte ich einen Ball flach. Ich will meine Ruhe haben. Ich will endlich meine Ruhe haben. Gut. Wo waren Sie denn heute in der Zeit so zwischen 10 und 14 Uhr? Ich war auf der Arbeit, auf meiner Baustelle. Ja, aber es ist doch richtig, dass die Baustelle keine 10 Minuten zu Fuß von der Wohnung der Frau Lebert entfernt ist, oder? Das kann schon sein, ja. Aber die poppt mit jedem. Die poppt mit jedem darum, ja. Ist Ihre Beziehung deswegen auseinandergegangen? Ja, natürlich.
Ich will doch keine Matratze haben. Jeder rutscht über die Frau drüber, wenn nur Frau sagen kann, über die Schlampe. Mhm. Nee, auf sowas habe ich keine Lust. Gehen Sie denn noch öfter in die Zwitscherstube? Ich meine, wenn Sie da arbeitet. Ich bin doch kein Lattensage. Da zu dem nassgeschwitzten Wirt, da, wer geht denn da überhaupt noch hin? Der erpresst die Leute und der wollte sogar, dass sie Ruth anschaffen geht für den. Das heißt, der Wirt erpresst auch Ruth Lewert? Ja, bin warum? Ich eine Auskunft oder warum? Was? Ja, warum? Die hat dem seine Kiste kaputt gefahren und er will 5 Miller haben und die Kohle muss beibenetzen, also einen Strich gehen, ja. Mhm. Und ich meine, kann die vielleicht auch ganz gut, gell? Ja, hört sich ganz interessant an, aber trotzdem hätten wir ganz gerne noch eine Speichelprobe von Ihnen. Ist doch kein Thema, oder? Nö, wieso? Ja gut, dann machen Sie den Mund auf. Schönen guten Abend, Kriminalpolizei. Herr Jannes, Sie sind der Chef hier, Carsten Jannes, richtig? Ja, das bin ich. Was wollen Sie von mir? Ich habe nichts verbrochen. Herr Jannes, es geht nicht um Sie, es geht darum, dass wir Fragen zu Ruth Lewert haben. Wenn Sie uns mal bitte aufs Präsidium folgen würden. Was hat die Schlampe denn jetzt wieder angestellt? Unsere Kollegen am Präsidium. Wären Sie nett und würden sich eine Vertretung für die Stunde organisieren und mitkommen? Danke mal, hab ich hier mal umgeguckt. Diese kleine Schlampe, die macht mir schon genug Ärger. Laufend versetzt die alte mich, ja? Irgendwann kommt sie an und sagt, sie hat ihre Tage oder sonst irgendeinen Scheiß. Gucken Sie sich mal um, was hier los ist. Wenn ich jetzt mit Ihnen mitkomme, dann ist der Laden leer, wenn ich wieder zurück bin. Herr Jannes, es geht doch um Folgendes. Wenn Sie uns jetzt begleiten und Ihre Aussage machen, dann beschleunigen wir das Ganze. Merk schon, es wird euch anscheinend anders nicht los. In einer halben Stunde komme ich mit auf euer Revier. Herr Jannes, lass uns darauf. Bitte bedenken Sie, wenn Sie nicht kommen, laden wir Sie schriftlich vor. Ja, ja, ich hab's kapiert. Dann warten wir am Präsidium, ja? Wiedersehen, Herr Jannes. Schönen Abend. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Ihrer Mitarbeiterin Ruth Lewert? Verhältnis, Verhältnis. Mann, ich bin Ihr Chef. Und die Kleine sorgt dafür, dass mein Laden immer schön voll ist, indem sie die Kerle riemig macht. Mhm. Wollen Sie damit sagen, sie sorgt für den Umsatz? Ja und auch nein. Erstmal säuft sie selber wie so eine Steppenziege. Und zweitens spendiert sie ihren aktuellen Lovern literweise Bier und das alles auf meine Kosten. Mhm. Was hat die überhaupt ausgefressen? Ja, Frau Lewert wird bedroht. Und wir haben jetzt erfahren, dass Frau Lewert Schulden bei Ihnen hat und dass Sie sie auch schon mal bedroht haben. Bedroht, bedroht. Mann, die dämliche Schlampe hat mein Auto zersägt. Die kann nicht mal Auto fahren. Das Einzige, was sie kann, ist poppen. Und im Übrigen habe ich ihr nicht gedroht. Ich habe gemahnt, ganz nett und freundlich. Hm. Und es ist auch nicht mein Problem, wenn die Alte ihre Schulden nicht zurückzahlen kann. Ich jedenfalls will meine Kohle zurück. Basta. Sagen Sie mal, hatten Sie mal was mit Frau Lewert? Ich? Ja. Nee, aber nicht mit so einer. Hm. Wenn Sie mit so einer was haben, dann kriegen Sie Herpes, Tripper und Syph und das alles auf einmal. Also vor Frau Lewerts Tür wurde eine Gummipuppe mit einer Morddrohung gefunden. Können Sie sich vorstellen, wer das gemacht haben könnte? Ja. Das hat die dämliche Schlampe mit Sicherheit selber inszeniert. Die hat bestimmt einem ihrer Stecher diese Puppe geklaut und hat sich die selbst ins Treppenhaus gehängt. Ach so. Ehrlich, wenn die 2 Flaschen Tequila gesoffen hat, dann macht die so einen Scheiß. Die ist total verblödet, die total halt durchgeknallt, die Frau. Ehrlich, die würde alles tun, nur im Mittelpunkt zu stehen. Mhm. Wo waren Sie denn heute Morgen in der Zeit zwischen 10 bis 14 Uhr? Ich habe gepennt, in meinem Bett, weil ich die letzten 3 Nächte durchgemacht habe. Mhm. Wir hätten jetzt ganz gerne noch eine Speichelprobe von Ihnen. So unbedingt sein muss. Danke, das war's. Kann ich dann gehen, oder? Ja. Dankeschön. Wiedersehen, Herr Jannes. Ja, dann lass uns mal morgen früh zu Frau Lewert fahren. Hm? Ja. Ja, der Name steht nicht drauf, oder? Findest du den? Ruth Lewert? Nee. Ach, weißt du was, dann lass uns hier bei Wagner chefen. Wagner ist immer gut. Wagner ist gut. Und ist zu Hause. Gut. Herr Wagner? Ja. Niedrig, mein Name von der Kriminalpolizei. Schönen guten Tag. Wohnt ihr im Haus eine Ruth Lewert? Und wenn ja, in welchem Stock? Im vierten. Im vierten. Danke. Ja, Dankeschön. Tschüss. Boah, ey. Ja, ging es auch nicht. Nee. Frau Lewert? Ja, hallo? Niedrig und Kuhn von Kacker 9. Wir müssen Sie nochmal sprechen. Sind Sie verrückt geworden? Können Sie sich vorstellen? Gar nicht, dass ich aus dem Bett gesprungen bin, weil ich dachte, es wäre wieder dieser Verrückte. Was wollen Sie von mir? Frau Lewert, wir haben da nur noch mal ein paar Fragen. Wenn es sein muss, können Sie reinkommen. Aber bitte nicht umschauen, die Bude ist nicht aufgeräumt. Kein Problem. Wenn man in der Gastronomie tätig ist, kommt man ja zu nichts mehr. Frau Lewert, kann es vielleicht sein, dass Sie dieses Gummipuppenmassaker auch selbst inszeniert haben? Das glauben Sie doch wohl selber nicht. Ich mache doch so einen Scheiß nicht. Warum auch? Vielleicht, um sich in Szene zu setzen, um im Mittelpunkt zu stehen? Ich stehe auch so im Mittelpunkt der ganzen Stadt. Dazu brauche ich nicht so alberne Geschichten zu inszenieren. Was soll das? Moment bitte. Ja. Ruth Lewert? Hallo? Wer ist da? Das ist die selbe Auto. Daniel, da vorne ist genau in dem Moment jetzt ein Fahrrad zu. Da ohne. Los.
weiter sein. Cola. Oh Mann, Frau Koller, sind Sie oder was? Cola, Frau Koller? Ja. Frau Koller, Trinko, ja. Wir müssen Sie mal sprechen. Wir müssen Wieso? Haben Sie einen Ausrüstungsbefehl oder was? Also, welchen hätte ich Ihnen in einer halben Stunde besorgt? Also, ist doch also, kein Thema. Können wir was soll das? Was wollen Sie von mir? Müssen Sie irgendwelche Bürger hier belästigen Moment, oder ganz was? Ruhig. Ich habe nichts getan. Darf ich mal telefonieren? Haben Sie kein Handy? Können Sie mich mal leisten? Darf ich telefonieren? Meinetwegen, wenn es ein Wunder war. Wo sind denn die Wahlbüros? Scheiße. Das kann nicht wahr sein. Was machen Sie da? Frau Lebert? Kuchen von der Kripo. Ja, alles klar. Erkläre ich Ihnen später. Okay, danke. Tschüss. Sie haben zum Schluss mit Frau Lebert telefoniert. Kann ja und? Ist das ein Problem oder was? Ist kein Problem. Das Zimmer liegt genau gegenüber von Frau Lebert. Ach, nee. Was wollen Sie von mir? Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier mache. Ich einfach mal in ganz genau. Das wir, nehmen Sie Ihre Jacke, wir gehen jetzt zum Präsidium. Das kann nicht wahr sein. Und dann haben wir alles in ich habe nichts getan. Hallo? Was macht denn meine Jacke? Ich will nur sehen, ob da gefährliche Gegenstände drin sind. Haben Sie Schlüssel? Ja, habe ich. Wunderbar. Und dann regeln wir jetzt alles ganz in Ruhe. Ich habe doch schon 100 Mal gesagt, dass ich zwischen 10 und 14 Uhr zu Hause war. Alleine mit meiner Katze und mit Gummipuppen und diesem ganzen perversen Kram habe ich überhaupt nichts zu tun. Mein Gott, ich habe doch gerade selbst in Ihrer Wohnung festgestellt, dass Sie mit Ihrem Telefon die letzte Nummer, die Sie gewählt haben, die Nummer von Frau Lebert war. Verflucht doch mal! Mann, die hat's doch verdient, die blöde Kuh. Die hat doch jedem in der Straße erzählt, dass permanent irgendwelche Leute sie anrufen. Da habe ich halt mitgemacht, als Trittbrettfahrerin sozusagen. Aber wer soll Ihnen denn dem Blödsinn glauben, als Trittbrettfahrerin? Was haben Sie gegen die Frau? Was hat die Ihnen getan? Die hat's einfach verdient, die blöde Schlampe. Nur weil jeder in der Stadt immer über die drüber rutschen kann, denkt die, sie sei was Besseres. Wie gut kennen Sie Ruth Lebert eigentlich? Ja, ich war sogar noch mal mit dir befreundet. Ich kann es mir auch gar nicht mehr vorstellen. Aber wegen der habe ich den Job verloren. Ich meine, ich habe 6 Tage die Woche gearbeitet beim Carsten im Zwitscherstübchen. Und es war super, es lief super. Und dann habe ich gedacht, ich brauche ein bisschen mehr Freizeit. Und die blöde Ruth hat von der Stütze gelebt. Und ja, habe ich gesagt, ja, habe den Carsten angebettelt, kann die 2 Tage da arbeiten, dann habe ich ein bisschen mehr frei. Und ja, und dann kam sie, hat da angefangen und ich habe den Job verloren. Ruth Lebert hat Sie also aus dem Job gedrängt? Die hat mit ihren riesen Titten vom Carsten rumgewedelt, dass der halt blind geworden ist. Und irgendwann kam er dann zu mir und meinte, ja, der Umsatz wäre mit der Ruth besser. Und der Umsatz mit mir war super, also ich weiß gar nicht, worüber er sich beschwert hat. Wahrscheinlich nur, weil ich nicht die halbe Stadt über mich drüber rutschen lasse. Also stimmt es wirklich, dass Frau Lebert mit so vielen Kerlen rumgemacht hat? Mindestens 3 bis 4 die Woche. Puh, mhm. Respekt. Aber wenn ich das richtig raushöre, scheint es Sie doch ein bisschen zu ärgern, dass Sie so gut bei den Männern ankamen, oder? Quatsch, das ärgert mich doch nicht. Solche Kerle wie die hatte, würde ich nie auf meine Matratze lassen. Mhm. Frau Koller, für einen DNA-Abgleich brauchen wir jetzt noch Ihre Speichelprobe. Machen Sie mal bitte den Mund auf. Eins ist doch wohl auch klar, Ruth Lebert scheint nirgendwo beliebt zu sein. Mhm. Und Petra Koller, die hat sich hier, sollte ich auf jeden Fall den Eindruck, hundertprozentig nochmal richtig am Riemen gerissen. Also die hat sich echt zusammengerissen. Ja, da muss ich dir recht geben. Trotzdem ist diese Gummipuppengeschichte nicht typisch für eine Frau. Ich tippe eher auf den Carsten Janis. Der muss sich dieses Spielchen Nacht für Nacht der wird, angucken. Ne? Ja. Ja, und nur weil sie für seine Umsätze sorgt. Mhm. Ja gut, und feuern kann er sie nicht, dann wird er seine Schulden nicht wieder kriegen. Eben. Ja, und der Laden wird auch nicht mehr so brummen, wenn sie nicht da wäre. Ja, und unter den Stammgästen im Zwitscherstübchen haben wir uns ja auch noch nicht umgehört. Hm, stimmt. Niedriger K9. Ja. Wie? Ja, gut. Alles klar. Dankeschön. Ja, tschüss. So, das Gummipuppenmodell heißt also Sweet Sherry und wird vertrieben von so einem Internethändler aus Rosenheim für 199 Euro exklusive. Kannst du mal sehen, weil ich keine Ahnung habe. Ja, du bist echt 200, habe ich gesagt. Ja gut, ist denn da DNA-fähiges Material gefunden worden oder Fingerabdrücke auf Sweet Sherry? Nee, also Sweet Sherry ist völlig spurenfrei, jedenfalls von außen. Ja. Die wollen die jetzt aber aufschneiden und an dem Ventil, wo die aufgeblasen wird, Speichelspuren suchen. Sehr appetitlich, ja. Mhm. Ist das Alibi von Hanno Beiersdorf eigentlich schon überprüft? Nee, aber die Kollegen sind dran. Mhm. Gut, schauen wir uns um. Frau Beiter, müsste hier drin sein. Gucken wir, ob wir uns was sagen können. Ah ja, ist er ja. Guten Tag. Hallo, Polizei. Wir haben ein paar Fragen an Sie. Und zwar geht es um Herrn Hanno Beiersdorf, Ihr Verputzer hier auf der Baustelle. Ach ja, können Sie ausweisen. Das können wir auch sicherlich machen. Wenn wir schauen möchten, Kriminalpolizei. Ja. Ah, Sie kriegen. Ja. Was ist denn jetzt schon oder mit dem Hanno? Wir möchten wissen, ob der Hanno gestern zwischen 10 und 14 Uhr hier auf der Baustelle gearbeitet hat. Ja, eigentlich hätte er hier auf der Baustelle arbeiten sollen. Was heißt denn eigentlich? Moment, ich gucke mal. Ja, das wäre nett, ne? Genau die Zeit zwischen 10 und 14 Uhr ist wichtig.
Ja, der war gestern zwischen 8 und 18 Uhr hier auf der Baustelle und hat gearbeitet. Ja? Oder darf man bei ihm so arbeiten nennen kann. Was heißt das? Heißt das, dass er permanent hier war oder heißt das, er war zwischendurch weg? Der hat permanent arbeiten. Wann arbeitet der denn mal permanent? Ich weiß nur, dass der gestern Mittag um kurz vor 12 mit dem Kleinlaster hier weggefahren ist, um Material zu besorgen, weil es der Maschinenputz ausgegangen ist. Ja. Und dann hat er natürlich wie immer sofort seine Mittagspause dran gehangen. Ja, und war dann so kurz nach zwei wieder zurück. Oh ja, das ist wichtig. Kurz nach zwei. Wissen Sie denn, wo der das Material hergeholt hat? Ja, aus unserer Lagerhalle, drüben im Moosbach. Moosbach? Das, ja. Das heißt also, der hat 2 Stunden für 20 Kilometer hin und zurück gebraucht? Das ist einiges. Ja, aber hat sich ja richtig Zeit gelassen, der Junge. Das ist bei dem aber nichts Außergewöhnliches. Also, der wohnt immer so lang. 2 Stunden. Ja, schreibt das auf. Vielen Dank, haben uns sehr geholfen. Wenn noch Fragen sind, melden wir uns, ja? Okay, danke. Alles klar. Tschüss. Gut, danke. Ciao. Ich habe auch mal das Recht auf Pause. Ah, Pause. Sie sitzen den ganzen Tag hier auf dem Hinter. Mhm. Ja? Mhm. Also. Klar. Ja, und Ihre Pause haben Sie dann ausgerechnet im Treppenhaus von Ruth Levert verbracht? Was? Was habe ich? Ich war in Moosbach, habe auf meiner Ladefläche gelegen und habe mir schön die Sonne auf meinen Bauch putzen lassen. Und Zeugen gibt es natürlich dafür nicht, ne? Die Sie bei der ausgiebigen Mittagspause beobachtet haben, oder? Die gibt es bestimmt, Tausende gibt es, aber ich habe gedöst, ich habe die Augen zugehabt. Aha. Nehmen Sie einfach mal eine Tachoscheibe und schauen Sie da drauf. So, jetzt muss ich unbedingt was essen, sonst kann ich mein Idealgewicht nicht mehr halten. Ja, mach mal flott, du siehst schon ganz abgemagert aus. Ja, ich höre schon, wie die Currywurst schreit. Berdi, nimm mich. Oh, Ben, hi. Sorry. Was gibt's? Ich habe mir die Tachoscheibe angeguckt vom Beiersdorfs Kleinlaster. Ja. Und der Beiersdorf hat um 12.23 Uhr eine Pause gemacht, um Maschinenputzsäcke zu laden. Das hat ungefähr 39 Minuten gedauert. Ja. Um 13.29 Uhr hat er nochmal für 18 Minuten angehalten und zwar 4 Kilometer weit entfernt von der Baustelle. Aha. Und so gegen 14 Uhr war er dann wieder auf der Baustelle gewesen. Ja, das heißt, er hat ganz bequem Zeit gehabt, die Geschichte mit der Puppe im Treppenhaus zu inszenieren. Auf jeden Fall. Bitte. Ja, danke, ne? Ciao. Kuhnkacker 9. Frau Doktor. Ja, hallo. Mhm. Ja, ist interessant. Okay. Alles klar. Okay, bis dann. Tschüss. Das Labor hat Speichelspuren im Inneren der Puppe festgestellt. Ja. Und die werden jetzt mit der DNA der Verdächtigen überprüft. Ja, super. So, jetzt muss ich den Mord in der Pommesbude aufklären. Ich schieb ab. Hey. Oh. Nina. Ja, ich habe einen Fax für dich aus Rosenheim. Ach, gibt's was Neues von Sweet Cherry? Ja, ja, genau. Wir haben die Exklusivvertriebsfirma von denen, die heißt Trisan. Und die haben uns hier dieses Fax geschickt mit den Kunden aus der Umgebung, die so eine Puppe Sweet Cherry gekauft haben in letzter Zeit. Okay. Ja, vielleicht hilft uns das endlich mal weiter. Ja, ja, aber die ist ja schon 2 Wochen alt. Ja? Ja? Ja, ich kann mal nachfragen, ob die uns auch noch eine aktuellere geben können. Ja, das wäre super. Ja, mach okay, ich. Bis gut. Dann. Ciao. Ja, komm, dann gib mir die Liste, deine Currywurst war. Vielleicht ist die letzte sonst noch einer weggeperrt. Nee, warte mal eben. Auf der Luise-Kampfstraße 119 gab es gleich 2 Bestellungen von Sweet Cherry. Weißt du, die Adresse von Ruth Levert hat die Schwung uns etwa doch verarscht. Das gibt's doch nicht. Nee, nicht Ruth Levert, der Wagner. Der uns die Tür aufgemacht genau hat. Genau der unten wohnt. Ich hoffe, das ist da einsetzt. Ja. Kriminalpolizei, guten Tag. Schönen Tag. Wir haben ein Hausdurchsuchungsbefehl, wenn Sie uns mal bitte durchlassen würden. Kriminalpolizei? Ja, genau. Sie durch. Was wollen Sie denn von mir? Werden Sie gleich sehen. Ich bin hier hinten, ja, nicht. Dann, das gibt's doch nicht. Komm, machen wir die Tür frei. Ich hab's mal einfach. Kollege, kommst du mal bitte? Ja, klar. Ich hab mal mit nichts. Ja, komm, wir gucken uns das Dreck mal an, was hier zu verbergen hast. Wollen Sie denn? Ja, siehst doch jetzt. Was ist das? Das ist genau dieselbe Puppe wie oben im Treppenhaus, oder? Ne? Und das Bild hier? Das ist die Frau Levert. Alles klar, das reicht uns. So, der Rest kann Sie Kollegen auf Präsidium erklären. Herr Wagner, wir wissen, dass Sie im letzten Monat 2 Sweet Cherry Gummipuppen bestellt haben. Eine davon haben wir bei Ihnen auf dem Bett gefunden. Die andere hing gestern Vormittag vor Ruth Leverts Wohnungstür. Das kann nicht sein, das stimmt nicht. Ach, und was ist das hier? Hä? Anscheinend fahren Sie auf Ruth Levert doch total ab. Ruth ist eine klasse Frau, das ist schon richtig. Ich träume auch von ihr und ich liebe sie. Aber ich würde sowas niemals tun und wenn ich davon träume, kann mir das auch keiner verbieten. Nee, das können wir Ihnen nicht verbieten. Aber wir können Ihnen verbieten, die Frau mit Telefonterror zu belästigen. Und wir können Ihnen verbieten, Gummipuppen vor Ihre Tür zu hängen und Sie mit dem Tode zu bedrohen. Das können wir Ihnen verbieten. Aber ich liebe sie doch. Ich würde doch sowas niemals tun. Ja, und wo ist dann die andere Sweet Cherry, hä? Wo ist die? Die ist kaputt gegangen, die halten doch nie so lange. Ah, die halten nie so lange. Nee, es kommt auch ganz drauf an, was man mit denen macht. Mir glaubt doch sowieso keiner. Hi. Hi. Ben, hi. Wir sind nach Kundenadressen nachgekommen aus Rosenheim. Mhm. Und die Speichelspuren von der Gummipuppe aus dem Treppenhaus sind auch eindeutig identifiziert worden. Ah ja, und da war's? Ebert hat vor ihrer Wohnungstür eine Gummipuppe mit einer Morddrohung gefunden. In Betracht kommt ein großer Täterkreis, da Ruth Levert häufig wechselnde Sexualpartner hat. Aus diesem Grund ist ihr Ex-Freund Hanno Beiersdorf stinksauer auf sie. Ebenso ihre Bekannte Petra Koller, der sie den Job weggeschnappt hat. Ein Motiv hätte auch Ruths Chef Carsten Janes, dem sie 5.000 Euro schuldet.
Doch auch ihr seltsamer Nachbar Andreas Wagner wird verdächtigt. Das Ergebnis der Spurensicherung soll Aufschluss geben. Die Speichelspuren von der Gummipuppe aus dem Treppenhaus sind auch eindeutig identifiziert worden. Ah ja, und ja. Da war's? Und? Also an den entsprechenden Öffnungen von der Gummipuppe sind keine Spuren gefunden worden. Ja. Also die ist sozusagen noch jungfräulich, ja. Aber an dem Ventil, womit man die Puppe aufbläst, ja, da sind halt Speichelspuren gefunden worden und die gehören eindeutig Petra Koller. Ja, super. Ja, und Petra Koller hat Sweet Cherry auch in Rosenheim bestellt, oder was? Schau dir mal die Liste an. Nee. Nee, die ist aber nicht drauf. Nee. Ja, Moment mal. Das ist ein Ding. Hanno Beiersdorf ist drauf. Frau Koller, wie erklären Sie sich dann, dass man an der Innenseite des Aufblasventils der Gummipuppe Ihren Speichel festgestellt hat? Oh Mann, dann habe ich halt diese verdammte Puppe aufgeblasen. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich da irgendwas mit roter Farbe draufgeschmiert habe. Ach was, aber dass da mit roter Farbe was draufgeschmiert war, das wissen Sie? Ja, das haben Sie ja gerade gesagt. Ich habe das nicht gesagt, Sie haben das gesagt. Ich habe ein Alibi. Ah, toll, ja? Und checken Sie erstmal die anderen nach, die da Tag einen ausgehen, die Hosenblose. Ihr Alibi ist alles andere als wasserdicht. Okay, Herr Schutzmann, ich geb's zu. Sollte alles nur ein kleiner Spaß gewesen sein. Also, ich weiß gar nicht, was da so ein Aufriss gemacht wird. Ich wusste gar nicht, dass die Ruta gleich zu Kripo rennt. Spaß? Joke? Können Sie sich vielleicht vorstellen, was den Steuerzahler dieser Spaß gekostet hat, hä? Hanno Beiersdorf wurde wegen gemeinschaftlicher Bedrohung und Beleidigung zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten ohne Bewährung verurteilt. Petra Koller erhielt wegen gemeinschaftlicher Bedrohung und Beleidigung eine Geldstrafe in Höhe von 1.900 Euro. Und morgen bei Niedrig und Kuhnt. Todesbett auf feuchtem Moos.